An die Bevölkerung ergeht die Aufforderung, während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. Ich habe solche Angst. Wenn ich dich nochmal verliere, sterbe ich. Das wirst du nicht. Dieses Mal ist es für immer. Nicht schlecht, unser neues Lager, was? Es ist total... Ich komme nicht drauf. Berauschend? Ja. Ja, genau. Der Sieger ist ganz knapp unser furchtloser Anführer. So wie die Chosen loslegen, hätten sie uns bestimmt bald aufgespürt. Hey, der Kerl hier behauptet, er wüsste, wie man Fallen stellt. Und wenn man Wissen hat, sollte man es mit seinen Freunden teilen. Also, wollen wir das zusammen lernen? Danke, aber ich habe noch was zu tun. Ich will mir das aber nicht allein reinziehen. Ich sagte nein, Lex. Ich habe Amber versprochen, dass ich euch was beibringe. Versteht ihr nicht, was ich sage? Nein, nein! Ich komme nicht mit und damit basta. Ja, was ist? Verehrte Mutter, ich dachte, Patsy wäre vielleicht hier. Und was willst du von ihr? Ich dachte, sie kann auf das erwählte Kind aufpassen, während ich zu meditieren gehe. Patsy ist zu beschäftigt zum Babysitten. Sie wird heute in den 5. Kreis aufgenommen. Aber du kannst Brady bei mir lassen. Gibt es noch etwas, May? Ich habe gehört, dass sie, Patsy wegen irgendwas aufgebracht war. Oh, ich verstehe. Das ist der wahre Grund, warum du hier bist. Wegen einer Klatschgeschichte. Nein. Es ist kein Geheimnis, weißt du? Patsy ist höchstwahrscheinlich wegen Chloe so aufgebracht. Sie wurde heute Morgen in einem Zimmer der Mallrats erwischt, als sie vertrauliche Informationen verriet. Chloe war eine Spionin? Es sieht wohl ziemlich danach aus, ja. Was machen Sie jetzt mit ihr? Sie wurde zum Arbeiten in die Minen geschickt. Eine milde Strafe, wenn man die schwere Tat bedenkt, findest du nicht? Aber eine sehr angemessene, verehrte Mutter. Ich hätte Chloe wirklich etwas mehr Verstand zugetraut. Mitglied der Chosen zu sein, erfordert mehr als nur einen scharfen Verstand, May. Es geht darum, die Wahrheit zu erkennen und sie in dein Herz zu lassen. Aber das ist eine schwierige Zeit, wenn man vom alten Leben in ein neues wechselt. Erinnerst du dich, wie es bei dir war? Power und Chaos! Nein. Ich empfand keine Angst. Es war unvermeidlich. Unvermeidlich, verehrte Mutter? Ich musste meinen Willen dem Willen Suts unterordnen. Willkommen zum Tag des jüngsten Gerichts. Ich hatte keine andere Wahl. Es ist alles besprochen. Wir kriegen heute den Computer. Was ist denn los? Es ist wegen Jack. Das letzte Mal habe ich das mit ihm gemacht. Tja. Dann machen wir es diesmal zu seinen Ehren. Oder zu seinem Andenken. Hey. Ein Liebesbrief? Vielleicht hättest du auf meinen Rat hören sollen. Auf welchen Rat? Wegen Amber. Du solltest eine Dummheit machen. Ich habe aber nicht gemeint, du sollst aufgeben und Bray das Feld überlassen. Als ob das einen Unterschied gemacht hätte. Sie liebt diesen Kerl. Du hättest sie zum Beispiel begleiten können. Sie hat sich entschieden, Ebony. Schon möglich. Aber ich wäre lieber mitgegangen. Du kannst dir viel besser beweisen, was für ein toller Typ du bist, wenn Bray nicht dabei ist. So würdest du es machen, ich aber nicht. Wir sind vollkommen unterschiedliche Menschen, Ebony. Ja, aber wir haben doch beide verloren, egal wie wir gespielt haben.
Das haben wir doch gemeinsam. Ähnlich oder nicht ähnlich. Und glaub nicht alles, was du über mich hörst, Pride. Ich habe auch meine guten Seiten. Und ich kann eine wirklich sehr gute Freundin sein. Wieso wusste ich nicht, dass Chloe spioniert hat? Wir dachten, es wäre sicherer, wenn du nichts weißt. Sicherer? Aber sie ist von ihnen geschnappt worden. Und sie haben sie weggebracht. Oh nein. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Und ich bin die Nächste. Sie werden mich auch wegbringen. Jetzt beruhige dich erstmal. Das ist nicht wahr. Das kannst du nicht wissen. Hey, Patsy, bitte. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir brauchen deine Hilfe. Ist mir egal, was ihr braucht. Sucht euch jemand anderen als Spion. Hör zu. Wir sind nur noch so wenige, die mutig und stark genug sind, es mit den Chosen aufzunehmen. Sie hat recht. Du kannst das, Patsy. Und das weißt du auch. Willst du den ganzen Tag hier rumhängen? Schon möglich. Vielleicht hast du es noch nicht mitgekriegt. Aber da draußen ist Krieg. Es gibt nichts, was dir mehr Spaß macht, hm? Als kämpfen. Ich musste immer kämpfen. Auch schon vor dem Virus. Ich bin nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Schon mal was von strategischer Planung gehört? Dem Feind auf den Zahn fühlen und erstmal Zeit gewinnen? Das ist doch nur eine vornehme Art zu sagen, wir tun gar nichts. Ich denke, du führst die Gruppe an. Wenn du sie anführen willst, dann tu's. Oder frag Ebony, die ergreift die Chance sofort. Also willst du hier echt weiter rumgrübeln? Ich hab's dir schon mal gesagt, ich denke nach. Aber über was? Oder sollte ich lieber fragen, über wen? Hey, lass das, okay? Hör zu, Bray, du bist nicht der Einzige, der sich um seine Frau sorgt. Aber deine wird wenigstens nicht von ein paar durchgeknallten Spinnern gefangen gehalten. Lex! Vielen Dank. Du hast was gut. Viel Glück. Erwischt. Was ist? Was ist das? Halt dich da raus, Casey. Komm schon, Alice. Was ist hier los? Und sag nicht gar nichts. Ich hab's doch gesehen. Das ist privat, okay? Behandle mich nicht so. Du hast doch gehört, was sie gesagt hat. Halt dich raus. Oh, dann bist du also auch dabei. Warum er und nicht ich? Egal, was es ist. Er versaut's doch sowieso. Danke. Bitte, macht doch, was ihr wollt. Aber irgendwann find ich's raus. Ich wünschte, wir könnten es ihm sagen. Dann würde er nicht dauernd rumschleichen. Ja, aber wem kannst du heutzutage noch trauen? Tyzan, bitte komm mit mir mit. Wieso? Komm einfach mit. Hast du ihn gekriegt? Was meinst du? Oh, du meinst den hier. Wir haben ihn, Süße. Wir haben ihn. Willkommen. Nimm bitte Platz. Tyzan. Mach's dir doch gemütlich. Nein, danke. Was glaubst du, wenn mich jemand hier reinkommen sieht, in was für eine schwierige Lage mich das bringt? Aber vielleicht willst du das ja. Nein, ich will dir nicht schaden. Du weißt doch, es gibt immer irgendwelche Menschen, die falsche Schlüsse ziehen. Falsche Schlüsse ziehen? Was meinst du damit?
Du siehst fabelhaft aus. Wie aus einer Modezeitschrift. Das ist nicht witzig. Oh, Süße. Ich glaube nicht, dass ich als Spion geeignet bin. Hör zu, wenn das irgendjemand drauf hat, dann du. Ja, aber wenn du es nicht willst, dann lässt du es eben sein. Wir lassen uns was einfallen. Nein. Ich mach's. Ich muss es einfach machen. Bist du dir auch ganz sicher? Sie haben Chloe. Sie sind böse. Gut so. Frisch gepflückt heute Morgen aus unserem eigenen Obstgarten. Wem hat der Obstgarten wohl gehört, bevor er zu eurem wurde? Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Was für falsche Schlüsse könnte man über uns ziehen? Dumme Menschen haben wenig Verstand, Taizen. Betrachtest du so den Rest von uns? Nein, nicht alle von euch. Manche wissen ihren Verstand zu nutzen. Du zum Beispiel. Gibt es denn in deiner Welt gar keinen Raum für Gefühle? Sie sind unwichtig. Power und ungeteilte Macht gewinnt man nur mit einem scharfen Verstand. Nein, wahrer Einfluss kommt durch Spiritualität. Wir erfahren Spiritualität durch Suts Geist. Ungefilterter Hass. Und was wäre dir lieber? Primitive Liebe? An echter Leidenschaft und Hingabe ist nichts Primitives. Andererseits, was weißt du schon von wahrer Liebe? Pass gut auf, was du sagst, Heisen. Liebe und Hass. Zwei Seiten derselben Münze. Und beide sind nur ein Fingerschnipsen voneinander entfernt. Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, mit der gleichen unbändigen Leidenschaft zu lieben, mit der du Hass empfindest? Kannst du dir das vorstellen? Ich bin von dir enttäuscht, Taizen. Ich dachte, du würdest deinen Verstand sprechen lassen. Du verschwendest deine Zeit. Ich rede nur mit der Sprache des Herzens. Du machst das sehr gut, aber du hast ein paar Stellen übersehen, siehst du? Muss nett sein, einen persönlichen Kartoffelschäler zu haben. Das sind Freiwillige, Casey. Sie wollen das tun. Nicht wie wir, hm? So wie ich und Ryan und der Rest der Mallrats. Wir haben keine Wahl. Natürlich habt ihr die Wahl. Wenn man zu uns Sklaven sagt, springt, dann springen wir. Wenn dir das solche Probleme bereitet, solltest du dich den Chosen anschließen. Dann wärst du frei. Bist du denn frei, Celine? Denk mal nach. Ich mach, was für mein Baby am besten ist. Wie oft muss ich das noch sagen? Vielleicht, bis du es selber glaubst. Was für ein Problem hast du? Mein Problem bist du. Du und deine anderen Chosen-Freunde. Die einzig Anständige von euch ist Chloe. Die hat wenigstens versucht, was zu machen. Das mit Chloe tut mir leid. Es war nicht meine Schuld, dass sie weggebracht wurde. Ich muss meine Rolle weiterspielen, Casey. Ja, und du bist eine gute Schauspielerin. Ryan muss stolz auf dich sein. Denkst du, sie kommt damit zurecht? Sie wird es schaffen. Sie ist tapfer. Alice, sie war ganz starr vor Angst. Das wird immer gefährlicher. Was ist, wenn sie abspringt? Wenn die Chosen was merken. Oder wenn der Guardian sich entschließt. Ellie, Schluss damit. Sie wird es schaffen. Das habe ich Jack auch damals gesagt. Wir hätten sie nicht überreden dürfen. Wir haben Patsy zu gar nichts überredet. Nein? Wir stecken schon viel zu tief drin. Wir müssen ihr vertrauen. Weißt du, was das Traurige an dem ganzen Mist ist? Mir ist klar geworden, dass es nur zwei Menschen auf der Welt gibt, denen ich trauen kann. Dir und... Jack. Patsy, jetzt ist die Zeit für dich gekommen, dass du in den fünften Kreis aufgenommen wirst. Mit der Macht, die mir verliehen wurde von unserem großen und mächtigen Sud, fordere ich dich auf, jetzt vorzutreten. Ich dachte, wir hängen hier rum, weil du uns was Nützliches beibringen wolltest.
Das war der Sinn der Sache. Du glaubst doch nicht, dass ich Körbe flechten werde. Zu deiner Information, das hier gehört zu der Kunst des Fallenstellens. Tja, man lernt jeden Tag was dazu. Du hast gerade was gelernt. Wie wär's, wenn ich dir was beibringe? Was denn zum Beispiel? Offiziell oder privat? Lieber offiziell, würde ich sagen. Na dann los, worauf warten wir dann? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wenn du neben mir kämpfst, will ich sicher sein, dass ich nicht auf dich aufpassen muss. Und nun, Patsy, bevor du deinen Platz in den fünften Kreis einnimmst, ist es notwendig, dass du dein Gelöbnis als Mitglied der Chosen wiederholst. Bist du bereit, Sud zu deinem einzigen Anführer zu nehmen? Das bin ich. Erkennst du alle anderen Anführer als falsch, teuflisch und heuchlerisch an? Das tue ich. Und lehnst du die Worte und Taten deines früheren Tribes der Mallrats ab? Das tue ich. Und versprichst du auch, die Chosen in ihrem Streben zu unterstützen, die Mallrats und jegliche Spuren ihrer Existenz zu vernichten? Patsy? Das tue ich. Großartiger Sud! Wir danken dir, dass du Patsy durch die Aufnahmezeremonie in den fünften Kreis geleitet hast. Sie hat heute vor uns allen unter Beweis gestellt, dass sie eine ernsthafte Anhängerin geworden ist. Ihr wolltet mich sehen, Guardian? Wie geht es der verehrten Mutter? Es geht ihr... wisst ihr... Und wie geht es dir? Mir? Ja. Du bist die Verbündete der verehrten Mutter. Ihre vertraute Kameradin. Hast du mir was zu berichten? Na ja... Ja? Es ist wahrscheinlich gar nichts. Die Entscheidung kannst du mir überlassen. Wir haben uns unterhalten. Und, Und? Und, sie hat mir erzählt, was sie bei ihrer Initiation empfunden hat. Und? Sie sagte, sie hatte keine andere Wahl. Und dann hat sie noch gesagt, es hätte keinen anderen Ausweg gegeben. Ich weiß nicht, es kam mir irgendwie komisch vor. Das ist alles. War nicht besonders. Ihr wisst schon. Du musst nicht weitersprechen. Du ehrst Sud mit deinem Fleiß, May. Du wirst belohnt werden. Sud zu dienen ist der einzige Lohn, den ich ersehne. Und dann ist er erledigt. Aber was ist, wenn jemand die gleichen Tricks drauf hat? Dann wird's eng. Hey, Bray! Komm doch mal bitte. Zeigen wir ihnen, wie man kämpft. Du willst kämpfen? Ich wusste, dass du mitmachst. Ist vorbei.
Ich würde sagen, da hast du gerade noch mal Glück gehabt. Oh, was willst du, Lex? Naja, ich hätte es wissen sollen. Sogar Bray. Mr. Cool, Mr. Sensibel, Mr. Ich verstehe alles. Sogar der kann hassen. Aber du machst es den Leuten auch leicht, Abonni. Wenn du das mir anstatt ihm angetan hättest, wärst du jetzt sicher nicht mehr unter uns. Oh, du machst mir Angst, Lex. Ich zittere. Eigentlich tust du mir echt leid. Ich? Wenn das Ganze vorbei ist, wenn die Chosen besiegt sind und der Guardian mit seinen Anhängern im Sudhimmel ist, werden manche ein paar alte Rechnungen begleichen wollen. Und rate mal, wer ganz oben auf der Liste steht. Und du verkaufst Eintrittskarten dafür, ja? Mit einer Träne im Auge. Konntest du auch nur daran denken, mich zu verlassen? Liebe und Hass. Zwei Seiten derselben Münze. Und beide sind nur ein Fingerschnipsen voneinander entfernt. Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, mit der gleichen unbändigen Leidenschaft zu lieben, mit der du Hass empfindest? Kannst du dir das vorstellen? Ich hoffe, das Ding funktioniert. Es hat ziemlich viel mitgemacht. Gleich wissen wir es. Nicht. Was soll das heißen? Sag jetzt bloß nicht, du machst einen Rückzieher. Nein, ich glaube, ich habe was gehört. Schnell, leg was drüber. Oh, Patsy, wir dachten, wir wären erwischt worden. Ja, du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Ich bin eben eine Spionin. Also du Spionin, tut mir leid, aber du kannst nicht lange bleiben. Ryan kommt gleich und... Du weißt ja, keiner darf was mitkriegen. Dann gehe ich eben. Nicht so schnell. Guck dir das mal an. Gib niemals auf. Hoffe, wir werden die Chosen besiegen.